können loslegen. Wir werden Harry Potter und der Stein der Weisen spielen. Ich habe das Spiel leider nur auf Englisch. Deswegen wird es auf Englisch gehen, aber kommentieren werde ich weiterhin einfach auf Deutsch. Ja, das Spiel ist, I don't know, wie alt. Ewig alt. 20 Jahre? Steht doch bestimmt auf der Box, oder? Hätte sich aber besser vorbereiten können. Von 2001. Fast 20 Jahre. Fast 20 Jahre alt, das Spiel. Es ist super toll. Man spielt sich durch das erste Jahr von Harry. Und ja, man muss Geheimnisse finden und im Unterricht mitmachen und so. Ich meine, ich glaube, die Story von Harry Potter und der Stein der Weisen jetzt zu spoilern ist okay, glaube ich. Also mit dem Unterricht mitmachen. Wir müssen dann auch uns hier durchkämpfen zu Voldemort und all sowas und Norbert wegbringen und all sowas. Freue ich mich sehr drauf. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, das läuft jetzt. Ich habe unten, wie ihr seht, einfach mal ausprobiert, damit das mit dem Ton einigermaßen klappt oder ob es überhaupt losgeht. Und There was wir werden uns nothing jetzt about the erstmal starry anhören, sky that night to suggest that bevor wir nach Hogwarts gekommen strange, sind. mysterious things would soon be happening. As unsuspecting muggles slept, a huge motorbike with a giant astride it tumbled down from the darkness. The giant, named Hagrid, left a blanket-wrapped bundle on the doorstep of number 4 Privet Drive. Nestled in the bundle was a baby. Harry Potter, the boy who lived. For the next 11 years, Harry lived with his dreadful step-parents, the Dursleys. Until that fateful day, when he received the letter inviting him to attend Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Hagrid took Harry to Diagon Alley to purchase a most unusual list of school supplies. While at Gringotts Wizard Bank, Hagrid collected a scruffy package from Vault 713, mentioning to Harry that the package, whatever it was, would be safer at Hogwarts. Soon after, Harry caught the Hogwarts Express from Platform 9¾ and left the Muggle world far behind. Dumbledore stood up. This term, the corridor on the third floor is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Harry sat beneath the sorting hat, hoping that he would not be chosen for Slytherin House over Gryffindor. Not Slytherin, eh? Said the hat in his ear. You could be great. It's all here in your head, and Slytherin will help you on your way to greatness. No? Well, if you're sure, better be Gryffindor! Sehr schön. Wir sind in Gryffindor angekommen. Ah, ich muss mir erst an diese ganzen Namen gewöhnen. Ich habe Harry Potter als Kind geliebt. Hab die Bücher gelesen, die Hörbücher rauf und runter gehört. Aber auch auf Deutsch, weil ich meine, ich war ein Kind. Und die Namen Welcome sind to the schon Hogwarts doch School anders. of Witchcraft and Wizardry. I am Albus Dumbledore, your headmaster. Schon eine nice Brille, Hogwarts Leute. is full of Guckt euch diese secrets, Brille an. Harry. So search behind Wie every nice door. sie ist. Keep in mind, not all secrets are rewarding. Only this morning. I took a wrong turn and stumbled upon a room full of chocolate frogs. But alas, when I returned, they'd been replaced by a nasty horde of fire crabs. Now, up the stairs and off to your lessons. Don't be late. Diese Brille, sie macht mich fertig. Okay, wir sind unterwegs. Nur mit der Steuerung klarkommen. So laufe ich. So kann ich zaubern. Und so kann ich springen. Ich kann nicht umhergucken, wenn ich springe, anscheinend. Mal schauen. Erstmal Options. Wie laufe ich? Okay, WASD, Jump,
Right Mouse, Use Wand haben wir. Speed Up, Shift. Und Slow Down ist Set. Das müssen wir mal ausprobieren. Wir werden irgendwie nicht schneller. Werden wir langsamer, wenn wir Z drücken? Hm. Nö. Okay, also normal Speed. Können wir irgendwas verzaubern? Wahrscheinlich noch nicht. Was es auch gibt, wir kriegen hier Punkte für verschiedene Sachen. Wir können 25 Karten sammeln. Ich habe das noch nie geschafft. Ich habe sie nicht alle gefunden, weil man darf nicht zurückgehen. Also man muss sie beim ersten Durchlauf von jedem einzelnen Ding finden. Das ist nämlich ziemlich schwierig. Deswegen werden wir vorsichtig sein, dass wir auch ja alles finden. Also ich bin... Okay, sorry. Wir wollen ja schon auch alle Geheimgänge finden. Ich bin schon so ein kleiner Completionist. Typ. Oh. Direkt von Ron abgefangen. Okay, wenn er da lang geht, gucken wir doch mal, was da drüben ist, ja? Okay. Hier ist nichts. Könnt ihr irgendwas machen? Guten Tag. Es geht. Hallo? Ja, nein? Nein, anscheinend. Okay. Dann halt nein. Oh. Wieder. Hi, Ron. Es geht. Hier ist nichts. Oh, da sind Fred und George. Hello, Harry. We can show you how to get around Hogwarts. As a first year, you have a lot to learn. Follow us for a secret lesson. I'll see you later in Defense Against the Dark Arts class. Good luck, Harry. Ich finde es auch nice, dass Fred und George nicht ihren Bruder mitnehmen, sondern nur uns. Okay. Da gab es anscheinend nichts. We're going to teach you how to climb. Run to the bookcase and don't stop. You'll climb up. Above the bookcase is a Bertie Bott's Every Flavor Bean. Collect all the beans you can find and meet us in the next room. Okay. Ist hier was? Bild? Nö. Ja, wir können ja auch eigentlich noch gar nicht zaubern. Vielleicht können wir auch erst sprinten, wenn wir das gelernt haben. Weil wir lernen jetzt ja auch klettern. Vielleicht können wir das noch gar nicht. Kletter, kletter. Die sehen doch geheimnisvoll aus, die Bücherregale. Ja, mit den Geheimgängen, wir werden schon noch welche finden. Oh, hä? Wie sind die denn jetzt so? Sind die noch da unten? Sieht man sie noch? Nein. Okay. Guten Tag. Well done. Now, let's try jumping. Run to the ledge, then press the jump button to jump across. If you fall down, you can climb back up and start over. Meet us in the next room. Start over. And meet you there. Oh, da stand irgendwas. You can select auto jump. Nee, auto jump wollen wir nicht. Das kann ja jeder. So, wollen wir runterfallen? Ach komm, wir fallen mal runter. Wir wollen ja gucken, was da unten ist. Nichts wirklich, hä? Hier unten ist nix. Na gut. Oh, da ist ein Geist. Hallo. Die wollen nichts mit uns zu tun haben.
Okay. Let's do that. Oh! Guten Tag, Peeves. That's Peeves, the poltergeist. He's always causing trouble. Peeves doesn't like first years, so watch your step. Okay. Peeves mag uns nicht. Geh weg, Peeves. Okay, er bleibt da drüben. Oh, das war knapp. Uiuiui. Oh, wir haben auch ein bisschen Leben verloren. Haben wir das durch Peeves verloren? Oder wo haben wir das Leben verloren? Oh, wir sind ihm ausgewichen. You're getting the hang of this. In Hogwarts, you'll find all sorts of wicked treats. To pick up a treat, just run over to it. Oh, ich höre schon Frosch. Ja, da ist Chocolate Frogs. We're collecting them too. We need 25 beans, Harry. Come back when you've got them all. Come see us. 25. Blackmailen die uns jetzt hier, oder wie? Dass wir erst die das sah ja lustig aus. Dass wir erst die Beans haben müssen hier, bevor die uns hier wieder rauslassen, oder wie? Schon ganz schön gemein von denen. Ja, das hätten sie schon machen können, dass man da echt hochspringt. Und nicht so doof da dran hängen bleibt. Okay, 25 Stück. Hallo? Thanks, Harry. We couldn't have done it without you. We need the beans for some experiments. Here's a wizard card for you. You've earned it. Nice! Unsere erste Wizard Card. Dumbledore. Climb through the secret exit above the bookcases to get to your first spell lesson. Good luck. Nice, fresh Dumbledore. Press Escape, then click Folio Magic. Da waren wir ja schon mal. Wo ist er? Schon hier auf der ersten Seite. Albus Dumbledore. Fragezeichen bis present, also niemand weiß, wann er geboren ist. Current Headmaster at Hogwarts. Considered the greatest wizard of modern times. Okay. Ist auch immer ganz nett, so ein paar Fun Facts dazu. Ob wir die letzte Karte sind? Harry Potter. The boy who survived. Irgend sowas. Oh, da haben wir ihn. Dann müssen wir uns noch Bertie Botts Bohnen, jegliche Geschmacksrichtung holen. Wie ist das nochmal? Bertie Botts Beans of any flavor. Oh, ich hab's schon wieder vergessen, wie sie hießen. Zack. Ich würde sagen, das sind alle. Wir können nicht mehr schaffen. Oh. Malfoy. If it isn't the famous Harry Potter. I'm Draco Malfoy. And you do well to show me respect. These are my fellow Slytherins, Crab and Goyle. Sie sehen schon so ein bisschen aus wie im Film. Slytherins are going to win the House Cup and the Quidditch Cup. You better stay out of our way, Potter. Let's go, boys. Da ist Hermine. Da ist sie. Mal gucken. Guck mal, da ist Filch. Es geht Filch. Aus was? Was für Dings war Psha? So, gehen wir noch da runter? Ah, da kommen wir her. Nein, da kommen die her. Wir kommen hier raus, oder? Hm. Na gut. Was geht, Hermine? Hallo, Harry. It's me, Hermione Granger. We met on the Hogwarts Express, remember? Defense against the dark arts is through this door. Follow me. Okay. Guck mal, wir können es doch mal umentscheiden. Vielleicht will ich gar nicht zaubern lernen. Na gut. Wir gehen zaubern lernen. Ah, das ist immer, da muss man das so nachzeichnen. Das ist auch immer sehr nice. Professor Quirrell.
Today we'll learn how to protect ourselves against the dark magic with the Flippendo spell. The Flippendo spell? Watch my wand. Then hold down the mouse button and repeat the pattern. Release the button when you're done. Okay. Oh. Ist aber tricky hier. Ah, easy. Easy, 86%. That was spot on, Mr. Potter. 5 points for Gryffindor. And again, Mr. Potter, let's see what you can do. Please repeat after me. Oh. Oh. Oh, da waren wir auch weg. Ah, easy gepasst. 85% sogar. Easy. The house with the most points at the end of the year wins the house cup. 10 points for Gryffindor. Sogar 10. Try working faster this time, Mr. Potter. Okay. Oh, das war daneben. Wir nochmal zurückgehen. Um nochmal irgendwie falsche Sachen auszubessern? Easy! The house with the most points at the end of the year. 80%, das war schon gar nicht so leicht hier. 15 points for Gryffindor. Try again, Mr. Potter. Doch mal. 95%. Ja. 100. Easy. Remarkable, Mr. Potter. A perfect spell. 20 points for Gryffindor. Nice. 50 Punkte eingesackt hier. Splendid. You may now enter the Flippendo Challenge to practice the spell. Follow me, Mr. Potter. Stellt mal vor, so wäre das bei uns auch in der Schule so. Hau, du hast was, du hast Wurzelziehen gelernt. Jetzt kommst du in die Wurzelzieh-Challenge, wo du hier durch das ganze Schloss rennen musst. Das wäre schon ziemlich nice. Flippendo! Flippendo! Okay, let's see. Oh, guck mal, da ist ein Stern. Okay, da geht's nicht weiter. Würde ich sagen. Your Flippendo spell at the switch on the wall to open the door. Flippendo affects all sorts of things, such as this cauldron. Knock it over, Mr. Potter. Ich hätte nicht gedacht, dass Kessel Cauldron heißt. Bertie Bots Bohnen! Oh, nochmal Bertie Bots Bohnen. Oh, wir haben die Tür aufgemacht. Wir holen uns erstmal die Bohnen da oben. Jo. Was? Komm nicht hoch. Na gut, dann halt nicht. Habt ihr die Brücke auch gehört? Na, guck mal, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hoch wollten. Und wie kommen wir jetzt hier weg? Ist hier noch ein? Aha! Da ist noch so ein Ding. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich in die andere Richtung, ne?
Ups. Oh, guck mal, da ist wieder zu. Aber wahrscheinlich kommen wir jetzt hier über die Brücke. Ja. Easy. Okay. Oh, der fast kopflose Nick. Hallo, Harry Potter. I am nearly headless Nick, the Gryffindor House Ghost. Now, this is a safe game book. When you touch it, your game will automatically be saved. The game will restart from this point if you faint. You can also load a saved game from the main menu. Goodbye. Bye. Erstmal. Was ist ja nicht so gelohnt, da war nicht so viel. Dann machen wir die Tür auf. Da können wir speichern. So. Wollte ich nicht nochmal hören. Ich will irgendwo Flipendo und wir wollen jetzt auch mal einen Geheimgang finden. Oder? Schon Bock auf einen Geheimgang. Ah. Ist noch Bohnen? Hallo. Flipendo. Noch ein Flipendo? Gott. Ja, wir haben einfach Flipendo. Wenn das dann nicht kann, dann weiß ich aber auch nicht nach der Challenge hier. Jetzt will ich nur da lang. Will ich da lang? Schließt sich das ab? Cast your Flipendo spell on this block to knock it out of the way. Okay, das sieht so aus, als müsste man da weitergehen. Also gehe ich jetzt erstmal in die andere Richtung. Achso, hier gibt es auch sowieso nur den Stern. Na gut. So, Flipendo. Ist auf der anderen Seite was? So. Also auch nix. Zack. Guten Tag. Oh, da ist ein Speicherbuch. Da geht's nicht weiter. Okay, dann gehen wir durch das Speicherbuch. Hm. Oh, da ist, glaube ich, ein magischer Abgrund. Ich glaube, da stirbt man, wenn man da reinspringt. Wo ist ein Stern? Kommen wir da hin? Wahrscheinlich nicht, noch nicht so. Hallo? Falsche Richtung. Kann ich hier hoch? Nö. Na gut. Geht's wahrscheinlich so irgendwie. Ja, guck mal. Da geht's lang. Guck mal. Da kann ich lang. Zack. Der vierte Stern. Ich weiß gar nicht, wie viel es gibt. Oh, da ist der Stern. Ah, okay. Bewegender Abgrund. Das ist nie gut. Ah! Oh Gott. Was bewegt sich jetzt? Ah, guck mal da drüben. Oh! Oh, das war knapp. Holy Smokey, das war knapp. Flipendo! Hm.
Hier ist nix. So. Ah. Oh, knapp. Fast runtergefallen hier. Hallo? Das war knapp. Das war, wird das knapp hier. So. So. Oh. Müssen wir jetzt auch erstmal hinspringen. Und. Okay. Jetzt fährt er weg. Nein. Wo bist du hin? Da kommt er. Ist das die Endtür? Haben wir es geschafft? Sieht noch nicht so aus. Guck mal, das ist noch ein Speicherbuch. Oh. This is a gnome, Mr. Potter. Ein Gnome. I like to pester young wizards. Knock him on his backside to complete the challenge. They move quickly and can be quite a nuisance. Wo läufst du hin? What? Ich habe mir einfach meine Bertie Bart's Boden geklaut. Und gibt sie vor allem nicht mal wieder. Was ein Arsch. Das Feuer sieht doch verdächtig aus hier. Nichts Verdächtiges anscheinend hier. Flipendo! Zack. Oh, haben wir es geschafft? Ja, scheint so. You collected all the challenge stars. 20 points for Gryffindor. Now, hurry on to broomstick practice. Back in their Gryffindor. So. Harry, Ron and Hermione talked about their exciting first days at Hogwarts. There was much talk about the break-in at Gringotts Wizard Bank. But there was little time to dwell on this, since Harry and his friends were expected at their flying lesson with Madame Hooch. Madame Hooch. Ja, auch ein Willkommen an die Leute hier im Chat. Ihr könnt mir gerne schreiben. Oh, aber hier nicht Text and Drive, denke ich mal. Aber grundsätzlich könnt ihr mir gerne schreiben. Ah, vielleicht müssen wir das dann machen. Oh, ja. Wir brauchen ja nicht ruhig sein hier. Vielleicht muss man hier... Ah, guck mal, hier kann man schneller werden. Das zählt gar nicht für Laufen, das zählt für Fliegen. Ah, okay. Well done, Mr. Holder. Oh. Oh. Läuft doch die Zeit runter, aber es sieht so aus, als wäre ich ganz gut in der Zeit. Oh, das war knapp. Ey, wie lange ich schon kein Rennspiel oder so mehr auf der Tastatur gespielt hätte, dass ich das hier noch gewohnt wäre, mit WASD irgendwelche Kurven zu fliegen. Oh. Nein! Vorbei! Gott, bleib ich denn noch? Das sind noch einige. Ah!
Voll dran vorbeigeflogen. Ist hier oben? Kann man da nicht rein? Irgendwas meine ich, gibt's da. Ja. Da konnte ich mich noch ganz, ganz dunkel dran erinnern, dass es da was gab. Oh, ich hab ihn. Ich glaube, mir fehlen noch einige Ringe. Madame Hooch aber mit mir schimpfen. Oh, bewegende Ringe. Eieiei. Was? Ich glaube, ich bin schon wieder dran vorbeigeflogen. Und doch nicht. Mist. Zeit hätte ich mir sparen. Ups. Oh, nicht geschafft. 15 Points für Gryffindor. I also congratulate you for being the first student to find the secret room since 1867. From now on you may practice flying at any time. Das ist ganz schön lang. You will find the option on the main menu. Time for your charms lesson now. Good day, Mr. Potter. Meine Charms lesson? Was sind denn Charms?